Wenn die Leute durch die Corona-Maßnahmen was gelernt haben, dann, dass es vollkommen in Ordnung ist, andere zu melden und hemmungslos zu denunzieren. Was läge für unsere Hampel-Regierung also näher, als diese wiedererstarkte deutsche Kernkompetenz jetzt auch auf andere, ideologisch gefärbte Themen zu übertragen? Und so gibt es inzwischen die vom Bundesfamilienministerium geförderte Seite antifeminismusmelden.de. Ich muss sagen, das klingt ein bisschen so, als gäbe es in Deutschland eine Feminismuspflicht. Wieder mal alles voll im grünen Bereich. Wir kommen zu unserem nächsten Fall. Guten Tag, Frau Roth. Claudia Roth. Ich begrüße Sie, Frau Roth. Ich bin seit kurzem Frau Zimmermann. Eduard Zimmermann, Leiterin der Meldestelle. Wunderbar. Also, als erstes muss ich Ihnen jetzt mal sagen, als Leiterin des Kulturstaatsministeriums finde ich es einfach unfassbar schön, dass es jetzt diese Meldestelle gibt. Ja, als Kulturstaatsministerin haben Sie ja auch sonst nichts zu melden. Aber hier eben schon. Das ist unglaublich toll. Was möchten Sie denn melden, Frau Roth? Antifeministisches Verhalten natürlich. Unfassbar antifeministisches Verhalten in einem wahnsinnigen Ausmaß. Dazu sind wir da. Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Was Sie hier leisten, Frau Zimmermann, das kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Danke. Also, wo haben Sie antifeministisches Verhalten erlebt? Überall und oft weit darüber hinaus. Ist es Ihnen selbst widerfahren oder waren Sie Zeuge? Alles drei. Also, als erstes geht's um einen Mann. Ein Mann. Das schränkt den Täterkreis schon einmal entscheidend ein. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Frage. Dieser Mann, von dem Sie sprechen, Frau Roth, will dieser Mann auch als Mann gelesen werden? Nein, als Drehbuchautor. Drehbuchautor. Interessant. Mit diesem Geschlecht hatten wir bislang noch nicht zu tun. Haben Sie noch weitere Hinweise zum Täter? Ja, er heißt Till Schweiger. Keinen Namen, bitte. Tja, aber der Name ist doch super, super, super wichtig. Im Gegenteil, Frau Roth, unsere Meldestelle registriert ausschließlich anonymisierte Täter. Wie? Ich kann gar niemand melden? Ich habe 36 Jahre gesammelt, seit ich bei den Grünen bin, da. Joschka Fischer, Boris Palmer, Alice Schwarzer, alles umsonst. Behalten Sie die Liste, es werden andere Zeiten kommen. Wie sollen die Täter denn dann bestraft werden? Derzeit gar nicht. Wir arbeiten nur unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. In 10 Jahren sieht das hoffentlich anders aus, aber im Moment geht's leider nur ums Üben. Petzen üben? Ja, aber viel wichtiger ist uns die Förderung der Selbstjustiz. Unser Motto lautet, wer meldet, der richtet auch. Das hört sich unfassbar gut an. Aber was genau meinen Sie? Wo die Gesetze fehlen, muss der Bürger aktiv werden. Sehen Sie, Ihr Herr Schweiger da, finden Sie es nicht auch unerhört, dass wir als Meldestelle den nicht einfach kastrieren können? Dass Sie was? Dass wir von dem nicht einfach kassieren können. Die Strafe, die er verdient. Natürlich, absolut, total finde ich das. Deswegen bin ich ja hier. Eben. Juristisch werden Sie dem Herrn Schweiger nicht beikommen. Aber ich habe hier eine Tatwaffe von einem Tankstellenüberfall in Schleswig-Holstein, der 1984 dank mehrerer Zuschauerhinweise restlos ungeklärt geblieben ist. Die könnte ich Ihnen überlassen. Super, super lieb von Ihnen, Frau Zimmermann. Aber das ist ja meine. Sie kennen sich? Ja, von unserer Sponti-Aktion damals in Neumünster. Wo haben denn Sie die her? Ein aufmerksamer Zuschauer hat sie damals gefunden und sofort zur Polizei gebracht. Also, das ist doch wirklich unfassbar, was es für Arschlöcher gibt.